Willkommen zum ersten Testrennen oder Kanal zum Testrennen der Bridgecast 2 VTC 2019 Series. Ja, wir sind im Red Hedge auf der Indie-Variante und eben heute das erste und einzige und letzte sozusagen Testrennen zur Saison. Nächste Woche geht es dann auch schon direkt los, aber gut, ich bin gespannt, wer es sich heute durchsetzen wird. Im Qualifying hat es das Benzili geschafft, der holt sich die Pole. Wir schauen uns auch gleich noch das Ergebnis an. Vor Sente 18 hinter Benzili ist es so, ja, ungewohntes, unverändertes Bild davon, dann haben wir Palli auf der dritten Position recht stark, dann JBW zurück auf der vierten Position, Niki Lauda, also Daniel Pflümmer, Peter Back und Adam Wager. Jetzt geht's aber los, viel Spaß in Brands Hatch. So, das Testrennen in Brands Hatch, die 500 Lichter gehen an und sie gehen auch gleich wieder aus, los geht's. Benestili von der Pole neben Send im Opel, so, es geht los, Benestili kommt gut weg, kann da oder braucht da keine Sorgen irgendwie haben, dass da irgendetwas schief geht, denn da gibt es schon ein bisschen Kollisionen. Aber scheint auch noch erstmal alles gut zu gehen. Palli setzt sich auf die 3 vor, ist da an JBW vorbeigekommen. Da gibt es ein bisschen Probleme, Flimmer da mit Daniel. Das geht aber auch erstmal gut. So, rein geht's hier in Kurve 3. Alle kommen gut durch. Die beiden Renaults, Zuluf und Adam hinten. So, jetzt Palli greift hier schon Send an, der in der offiziellen Opel Motorsport Lackierung erfährt. Und ja, die TCR-Meisterschaft, sie testet hier im Brands Hatch. Wir haben den 18., nicht den 18., Entschuldigung, am 15. Februar. Es ist verdammt kalt, wir haben gerade mal 13 Grad. Also es ist für den Februar verdammt warm, klar, aber trotzdem im Vergleich ist es recht kalt und ja, genau. Nächste Woche Rapuna Park, ne? Dann werden wir dann vermutlich, denke ich mal, im Herbst fahren. Zumindest sollten wir dann die Blätter so langsam sich verfärben. Weil wir dann eben in Neuseeland sein werden. Aber gut, wir sind hier im Brands Hatch, ne? So schnell geht es dann nämlich doch nicht. Und ja, was ich sagen kann, ist, wir sind eigentlich in zwei Fahrern mehr. Denn ja, live vor Ort sind auch die beiden Piloten aus dem Horizon Sim Racing Team. Grüße gehen nebenbei noch raus. Und ja, die sind ja aktuell, also die werden, die nehmen gerade nicht teil, aber sind angemeldet im Renault. Das ist einmal, ich glaube, DK heißt der eine und eben Zero bzw. Oliver. Der andere Oliver kennt man ja noch von der Snowshop bzw. der GT3-Liga. So, also, wir haben Palli, der hier seinen Druck aufbaut auf Send. Hier Opel verdammt oft vertreten im Vergleich zu Renault, wobei Renault jetzt dann eben genauso viele Fahrer haben müsste wie Opel normalerweise, wenn ich jetzt richtig gezählt habe zumindest. Ja, ne, sogar ein Fahrer mehr. Renault 5, okay, gut. Bin ich gespannt, weil, naja, hier zählen ja wirklich alle Fahrer noch mit dazu. Hier sind noch die alten Regeln. Und Send kommt da ein bisschen quer. Mein Ticken, oder meiner Meinung nach sogar schon ein Ticken zu quer. Wir schauen mal zu ihm rein. In die beiden Opel, ne, das sieht natürlich in meinen Augen als Opel-Fan verdammt geil aus, dieses Auto auf der Rennstrecke zu sehen, so. Und das freut mich natürlich sehr. Benestili führt vorne in dem Auto, was letzte Saison, letztes Jahr eher gesagt, ne, in der VTCR Series. Tiki gewann das und so, Send kommt da verdammt quer. Verdammt lang. Und jetzt kommt Palli auch schon mit dem Angriff jetzt hier außen. Send covert da die Innenseite ab. Jetzt geht's hier Wheel-to-Wheel durch Kurve 2. Aber auch das sieht relativ in Ordnung aus. Wir haben ja 25 Minuten Rennen. Die Uhr tickt ja, wie Sie sehen können, rechts runter. Send hier knapp noch vor Palli. Das wird interessant. Das könnte sich zu einem harten und auch interessanten Duell heraus kristallisieren. Der Angel auf der 5 dahinter kann die Position verdammt gut halten. Flömer leider auf die 7 zurückgefallen. Und Send geht aufs Kies. Send hat den Fahrerfehler und verliert jetzt die Position 2 und auch 3. Larry ist jetzt auch direkt vor. Die beiden kennen sich ja noch vom letzten Jahr. Sei es im Street Cup, sei es in der WRX, sei es eben auch einschließlich in der GT3-Meisterschaft letztes Jahr.
Jetzt ist Cent, ja. Hat er ganz schön viel verloren, hat ein bisschen Mist gebaut hier, Kurve 1, eben rausgeflogen und dann weg vom Meister Daniel auch noch mit involviert, sage ich mal. Und Flimmer inzwischen ganz zurückgefallen auf die achte und letzte Position hier an diesem heutigen Testtag im Brands, wie schon gesagt. 13 Grad Celsius haben wir. Verdammt viel eigentlich für einen Februar-Freitag. Und mal gucken, wie es dann eben ja, zu sein wird. Wir fahren ja in den März rein, also es sollte eigentlich normalerweise wärmer werden. So, jetzt also ein weiterer Opel-Kampf, nämlich Larry Steele, wie er ja oben beschrieben wird, besonders JBW und Cent, die hier am Kämpfen sind. Die TCR rollt wieder nach einem Jahr Pause, das darf man ja auch nicht so ganz vergessen. Hat ja letztes Jahr hieß es ja noch wirklich nur TCR Series, jetzt dieses Jahr wurde ja auch diese Serie nochmal umbenannt, ne, zu VTCR, also zu Virtual Touring Car Race oder so, keine Ahnung, oder Racing. Ja, finde ich schön so. Und ja, wie schon gesagt, die VTCR Series 2019 fährt eben wie immer typisch. Wie es ja schon eben letztes Jahr war, recht früh los dieses Jahr eben, aber eben einen Monat später aufgrund eben der Snowshow, die wir ja vorher gehabt haben, geht es eben bis Ende März, damit man eben sagen kann, jo, Finale. Und vor 2 Jahren war eben auch ein Finale in Project Cars 1, nämlich am 31.03.2017 auf der Snowshow. Das weiß ich noch, das war verdammt schön, da ging es ja auch um die Entscheidung Cent gegen Maulwurf oder Maulwurf gegen Cent von der Tabelle her, wer holt sich da den GT3-Titel. Am Ende war es Maulwurf, der gesiegt hat in der Wertung, aber oh, und da hinten Palli geht da ganz schön off track. Kommt da ganz schön weit raus. Und ja, soweit so gut eigentlich. Und ich bin gespannt, was eben so als nächstes auf die Piloten zukommt. Und vor allem eben, ob man, oder wie eben dieses Indie-Verfahren ablaufen wird, ob man da schon so langsam mal nähere Informationen hat. Denn ja, ne, es gibt ja auch so ein bisschen die Gerüchte, dass man ja so langsam versucht, was heißt so langsam versucht, dass man eben, ja, vielleicht mit den Kollegen von Red Ops, ne, Grüße gehen raus am Puma, der ja auch eine TCR-Meisterschaft leitet. Der Puma GT, den wer ihn noch kennt. Und Palli geht auch durchs Kies. Palli ebenso durchs Kies. Jetzt sind sie wieder zu dritt vermutlich vereint, so ungefähr. Zurück zu Red Ops. Ja, macht er auch eine TCR-Meisterschaft. Und jetzt eben, ja, wird es da vielleicht mal ein Event oder vielleicht auch eine kleine Partnership-Meisterschaft, wie auch immer, mal geben, wo man eventuell dann zusammen rennen wird. Aber gut, mal gucken. Eben die ungarischen Kollegen von HVML, ne, darf man auch nicht ganz außer Acht lassen, fahren ja auch inzwischen in AC bei uns mit. Also sind schon in 3 von möglichen eigentlich nur 3 Simulationen vertreten, bin ich gespannt. Ja, ne, da Adam Wager und Gabor Wager fahren da ja zusammen im BMW für das Team bei der Touring, Turnwagenmeisterschaft, so heißt. Ja, soweit so gut. 6 bis ja, knapp 7 Minuten sind vorbei. Von den gesamten 25. Und ja, hier eben Larry, also JBW, also Jan eher gesagt, und Cent kämpfen hier weiterhin. Bis zum geht nicht mehr. So, wir haben ansonsten eben hinten Zulu. Wir schalten auch mal vielleicht kurz mal dahin. Zulu fährt, also Peter Back eher gesagt, fährt auf der 6. Position aktuell rum. Vor Adam, die sind aber auch recht nah beieinander eigentlich. Und ja, Flimmer ganz hinten der letzte, der Opel aktuell auf der 8. und letzten Position. Ja, es ist ja ein Opel-interner Kampf. Ich bin gespannt eben, ob dann die beiden zukommenden Renaults sich dann nochmal mit einmischen können. Ich bin fast überzeugt davon, dass sie sogar schneller sind als die Opel. Ein Renault ist ja prinzipiell einfach schneller als Opel, das wissen wir ja, aber naja, wenn jetzt die führt, aber auch nicht so krass, wie es in der GT3 manchmal der Fall war. Also das sind jetzt 8 Sekunden auf 8 Minuten, das ist pro Minute eine Sekunde. Wir fahren ja unter einer Minute, also das heißt, der verliert hier, also klar, gab im Qualifying, ja genau, waren sie 18 Lizente als P2 da verloren hat. Ne? Das sind bei 5 Kurven auch ein bisschen mehr. Ich glaube so 0,1, 2,013 Sekunden, die man da pro Kurve verliert. Aber das ist eigentlich verdammt gut für das, wie man es eigentlich bisher kannte. Aber gut, kleine Strecke, klar, aber bin ich gespannt. Und ja, auf der Bandit ist es das erste Mal TCR.
Ja, schon spannend, was die hier machen. Senden natürlich wieder Anime auf dem Vizetitel. Hier mit der von Saison zu Saison am Bennis rankommen, aber das ist klar auch eine wichtige Aufgabe und bringt dem auch fahrerisch weiter, aber trotzdem, ja, man darf eben Oliver auch nicht unterschätzen. So, Adam und Peter Buck kämpfen da auch noch so ein bisschen, aber das ist uninteressant, wir schalten wieder vor. Da geht es um Position 3, das wäre das erste Testpodium auch, ne? Und ja, von da an gucken wir mal da hin. Und jetzt kommt Larry hier so ein bisschen quer. Jetzt kann er da wieder gut rankommen. Aber wird vermutlich nicht reichen, oder? Nein, reicht nicht, um da irgendwas zu veranstalten. Ja, hat er jetzt lang genug abgewartet und eben ja, den Moment abgewartet vor allem und jetzt eben die Chance genutzt und er hat sie gut genutzt. Touring Car Sport, bisschen angestoßen und das war's dann glaube ich auch wieder. Jetzt ist es vorne auf Position 3 und kann jetzt wieder Druck und Jagd machen. Auf Pali 3 Sekunden sind's, bisschen weniger. Mal gucken, oder halt eben Jan, der wieder zurück überholt, ne? Das kostet aber dann wirklich schnell Zeit. Oh, er rutscht da leicht raus und das covert auch schon hier so ein bisschen ab, aber das wird nichts, da ist Larry zu weit weg. Ja, dann kommt der Schatten immer ein bisschen quer, aber gut, Fronttriebler kann man recht gut abfangen, das stimmt. Ja, die Saison hat ja letztes Jahr ein neues System bekommen, ne? Das ist ja immer, glaube ich, noch weiterhin eingesetzt wird, aber ja, auch diese Saison, zu dieser Saison, diesem Jahr gibt es auch wieder was Neues und zwar wird es mit Schrift geführt und das auch auf gut alt Papier. Ja, recht schön, klar, wenn man dann als Leitung das an der Mappe hat und dann eben rein gucken kann, ob es dann irgendwas schon gibt und so weiter. Klar, bei dem Andrang hier nicht so wichtig, aber trotzdem finde ich super und finde ich schön und ja, so soll es ja weitergehen. Und ja, er holt auf Pali wirklich auf. Also jetzt Pali verliert so ein bisschen aktuell am Pace, finde ich. Zumindest würde ich das einfach mal so unterstreichen.
Ja, das wird jetzt noch zum Opel-Kampf, glaube ich. Knapp mehr als ein bisschen mehr als 10 Minuten haben wir noch zu fahren. Das kann sich jetzt noch so etablieren, ja, das stimmt. Gibt ja auch kein Pre-Event-Video mehr, erst einmal zumindest. Ne? Finde ich ein bisschen schade, aber mein Gott. Dafür eben das Pre-Paper bis in den Vorbericht und halt eben, ja. Mich hier in dieser Edition. Und Palli macht den Fehler. Palli kommt zu finden. Jetzt ist die große Chance dafür. Sehend und er nutzt sie auch. Der bremst auf Gras. Das ist gefährlich. Er kann das Auto behalten und jetzt ist er hier on track. Und da gibt es Kollision zwischen den beiden Opels. Larry berührt der Palli leicht und Palli fährt sich auf die vierte Position. Jetzt müssen wir aufpassen. Sind auf die 2 vorgerutscht und inzwischen sind es knapp ein bisschen aufgerundet, 20 Sekunden, die hier Bennys vorne liegt. Spannend. Also wenn das schon so spannend ist, ohne die beiden Renaults, auf die ich ja so ein bisschen hoffe, dann glaube ich, wird das immer so eine richtig schöne klasse Season. Wobei ich sagen muss, bei den Sets, na klar, Indy-Variante die kleinere Strecke. Darf man nicht ganz außer Acht lassen, aber auch da sage ich, bin ich gespannt. Wir fahren ja Monaco auch wieder, das wird auch interessant, ne? Weil da kannst du fast nicht überholen, sage ich mal, vor allem mit den Karren hier nicht. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Und Palli versucht's gegen Larry, das ist schön Wheel-to-Wheel gefahren hier von den beiden Opels. Sieht wunderbar aus. Und Palli ist es erstmal vorbei. Larry wieder vorne. Und jetzt ist Palli wieder vorne. Und jetzt kommt hier Larry wieder innen. Huhu, das ist gefährlich. Aber er kann vorbeigehen und er geht auch wieder vorbei. Gut gemacht. Würde da jetzt vielleicht der ein oder andere Fan oder halt eben, ja, rennenbegeisterte Mensch sagen. Palli verliert erneut. Die Platzierung ist auf die 4 abgerutscht. Von 2 auf die 4 durch einen, ich sag mal, 2 Fahrfehler. Naja, das wird halt, ne, spannend und Druck, vor allem, die Fahrer hier haben. Ja, wir wollen uns endlich an den Jahreszyklus halten, ne? Zumindest am Anfang, weil ab Winter wird es dann ein bisschen schwierig, sage ich mal. Also ab Herbst-Winterübergang wird es dann schwierig, das einzuhalten. Aber so an sich, ne? Zumindest im Frühjahr und so, das finde ich schon recht schön, dass man da jetzt mal bei realem Datum on-track fährt. Ist auf jeden Fall eine schöne Erweiterung. Und ja. Oh, Palli geht das Gras. Flimmer. Ja, knapp 4, 3, 4, 5 Sekunden hinter Adam. Peter Buck ganz hinten abgeschlagen, auf der 8. Position inzwischen. Und Niki, der ist ja ganz in der Mitte rum, auf Position 5. Wunderbar. Schauen wir mal zu Niki, der ist ja auch heute noch nicht gezeigt worden und ist der einzige aktuell, der Mercedes fährt immerhin. Letztes Jahr war ja der Mercedes am Ende der Dritte, ne? Opel wurde ja leider Letzter. Und BMW ist ja leider nur, also ich will nicht sagen rausgeschmissen worden, aber halt eben, ja, dürfen halt nicht mehr teilnehmen.
aufgrund von diesen besagten Heckantriebssachen da. Stand da aber auch ganz schön gerade auf zwei Rädern. Fällt da ein bisschen die Kurve. Hier vorne wird es langsam wieder mal ein bisschen spannend. Und eben so, dass wir auch Rennende noch knapp 5 Minuten, die Fahrer jetzt zu Go haben, genau. Wir fahren 15 Minuten weniger als letztes Jahr. Letztes Jahr waren es 40 Minuten. Dieses Jahr ist es 55%, glaube ich, so in etwa 60% des Ganzen nur noch. Nicht nur aus Gründen darauf, dass es wieder ein bisschen beliebter wird, sondern auch, ne, weil wir ein bisschen weniger sind als letztes Jahr. Und halt eben auch, weil, ja, nicht mal ein echter auch zwei Rennen fährt. Wir fahren halt eben nur eins. Ist recht schön, von da an passt es so. Und da, ja, jetzt haben wir eben nochmal einen kleinen Kampf, sind gegen Larry, die beiden kennen sich und die beiden fahren auch eben auf einem Niveau, wenn es halt eben dann, ne, von den Umständen her passt. Also gibt es noch die Momente, wo Larry plötzlich schneller ist als Sand und halt eben auch Sand schneller als Larry. Aber trotzdem, heute wieder sind sie gleich auf eigentlich. Auch im Qualifying gut, es waren zwar 3 Zehntel, aber auch da wieder, mein Gott, also das war schon mal weiter entfernt, sage ich mal. So, also, ne, noch ein paar Rundchen. Ich glaube, es werden noch um die 6 Runden sein, die wir hier fahren. Circa 5-6 Runden noch. Und dann können die beiden sich hier mal präsentieren. Bisher nur Opel in diesem Video irgendwie, ne? Aber gut, die wollen sich halt so präsentieren.
haben wir schon das Battle wortlos zu genießen und wir schalten mal leider zu Bandit City, denn das wird nochmal eine Runde. Ja, so sieht's aus und so ist es auch. Also nochmal eine Runde für die Piloten, weil Bandit City 12 Sekunden vorher über die Linie kommt. Also, wo sind die beiden? Da sind sie. Wobei auch sonst der Abstand auch ein bisschen zu groß wird für einen Dive Bomb oder sowas, ne? Das war noch aus Markenkollegen-Sicht und so. Bin ich gespannt, ob er das wirklich durchzieht oder nicht. Bin ich mal gespannt. Bandit City gewinnt das Testrennen, er macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Glückwunsch an den Ungarn und er zeigt eben, dass er doch ja so pro Minute eine Sekunde wegfahren kann. Das ist in Ordnung. Und auch hier vorne sieht's klar aus, hängt, fährt er noch mal ein bisschen über den Körper. Und jetzt letzter Versuch von Larry. Kommt da ein bisschen weiter raus als sonst, glaube ich, aber das reicht eigentlich auch nicht. Nein, das reicht auch nicht. Zend wird sich Platz 2 holen, Larry wird Dritter, also 2 Opel am Podest, das ist schon mal gut. Pali abgeschlagen nach dem Fehler eben Vierter. Und Niki ist auch schon im Ziel, das war's. Erstmal Glückwunsch an den Sieger und auch Zweitplatzierten. Danke. Ja, es war mal wieder schön, wieder zu fahren nach einer längeren Pause. War auch, bin noch mit Zend immer im Parallelflug gefahren, also entweder ich war knapp vor ihm oder entweder war er vor mir oder ich vor ihm, immer recht knapp. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass jetzt die Wertungsläufe genauso gut laufen werden und es auch wieder schön solche Zweikämpfe geben wird. Und, ja, Gratulation an die beiden. Jo, danke. Ja, also ich konnte es auch sagen, es war verdammt geil, sie zu fahren erst einmal und zweitens halt eben, oder beziehungsweise an sich halt eben, ja, mal wieder verdammt geil, auch natürlich unter den klimatischen Verhältnissen hier, 13 Grad Außentemperatur, Gott sei Dank, sage ich mal, weil die Tage vorher war es hier verdammt kalt. Oder auch in Deutschland war es recht kalt. Deswegen, ich bin zufrieden und klar, das auf P4 zurückgefallen, gut, da habe ich auch mal gemerkt, dass die Konstanz doch am Ende gewinnt, ne, oder ich sag mal, so gewinnt, dass ich am Ende auch am Podest wäre. Deswegen bin ich zufrieden, Bendis war heute ein bisschen zu schnell, congrats for that. Aber wie schon gesagt, ich sag's mal so, Ruhrpuna Park, mal gucken, das sind dann eben meine bisherige Rennerfahrung, da bin ich nämlich der Einzige eigentlich normalerweise, neben Pali, glaube ich. Und Daniel, wenn ich mich nicht ganz täusche, ne, Daniel auch nicht, ja, eigentlich nur Pali, genau, der damals aber auch im BMW da gefahren ist. Wir beide haben da nur bisher Rennerfahrung und ja, mal gucken, ich bin auch gespannt, welches Layer wir da eben fahren werden, deswegen mal gucken, ich bin mit dem Test zufrieden, aber das war ja doch mal der Fall. Dankeschön und now, Benny, it's your turn, tell us something, come on, do it. Okay, my quality was good, I struggled a little bit with the temperature of the rear tires, but overall it was good. On the race, I think I started a little bit bad because I had too much wheel spin on the front, but after that I could go consistent still up and I just focused to not make any mistakes and try to finish the race where I started. So that's all, congrats for everyone, see you in next week. Sorry, I have... Oh. What? Yeah, our champagne music is offline. Yeah, champagne. Yay, wir freuen uns. Congrats, Benny. So, Rennergebnis, hier sehen wir es. Benny Zilli gewinnt vor sind und Larry hat man gerade schon. Pali am Ende Vierter, die ganzen Fehler, mein Gott. Daniel holt sich die 5. Position, auf der war er eigentlich im ganzen Rennen, ist eigentlich relativ gut gefahren für sein erstes TCR-Race. Adam am Ende auf der 6. Position, stark, hat sich noch vor Flimmer halten können. Flimmer ja irgendwie missgebaut und dann eben hinten gelandet. Und Peter Back, also Zuluf, hier wird Letzter. Ja, ist in Ordnung eigentlich. Und dann eben nächste Woche hoffentlich die gleiche Anzahl der Fahrer plus eben die 2 Renault-Fahrer. Aber auch ihr, wenn ihr Lust habt, meldet euch ruhig noch an.
immer gerne, seid ihr willkommen unter www.vz-community.de. Nächste Woche sind wir, ja, ich habe es nachgegoogelt, da ist es noch Sommer in Neuseeland, ja. Jetzt sehen wir es auch schon, die Bäume haben mal wieder Blätter bekommen, ja. Ruapuna Park, welche Variante seht ihr dann im Pre-Paper? Hier sehen wir statt Ziel und ja, ganz rechts die Boxen, Boxenterminal so ungefähr. Und ja, da waren wir auch schon letztes Jahr, da hat Chris Kane das Rennen gewonnen, der fährt diese Saison nicht mehr generell, ich glaube, es hat er eh nur fast BMW gewonnen und Renault, von da bin ich gespannt. Kann Benetzeli wieder so gut starten wie in die GT3 Liga, wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war's hier live aus dem Set, bis zum nächsten Mal, tschüss.